Ein neues Eisenbahnzeitalter beginnt in Europa. Ich begrüße Sie zur Sendung über die Zukunft der Bahn, dies aus der Lok 2000, der neuesten und schnellsten schweizerischen Lokomotive. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Magazin der Neuen Zürcher Zeitung. Lange Jahre verloren die Bahnen ihre Kunden an Flugzeug und Auto. Neue Technik und ein besserer Service sollen sie nun auf die Schiene zurückbringen. Und damit verbunden die Bahnen zurück in die schwarzen Zahlen. Über die Aufholjagd der Bahnen haben wir folgende Berichte für Sie vorbereitet. Eine Alternative zum Luft- und Autoverkehr, das transeuropäische Hochgeschwindigkeitsbahnnetz. Der Nahverkehr, an vielen Orten Stiefkind der Bahnen, in Karlsruhe auf Erfolgskurs. Tempo 210 erreichten bereits vor 30 Jahren die ersten Hochgeschwindigkeitszüge. Der japanische Shinkansen zum Beispiel, Vorbild für den französischen TGV und den ICE in Deutschland. Diese schnellen Züge sind die wichtigste Waffe der Eisenbahner im Kampf um die Kunden. Europa an der Schwelle zu einem neuen Eisenbahnzeitalter. Sich ihrer Position als unabdingbares Verkehrsmittel unserer nach immer mehr Mobilität strebenden Gesellschaft allzu sicher, wiegten sich die Bahnen in Selbstzufriedenheit. Beinahe schon überholt von der Konkurrenz, Flugzeug und Straßenverkehr, der Kurswechsel. Mit Schlagworten wie Marktorientierung, Wirtschaftlichkeit, Privatisierung und Rentabilität im Banner stürzen sich die europäischen Bahnen in den Geschwindigkeitsrausch. Technik im Kampf um Minuten, futuristisch Windkanal getestet. Kilometerfressend in geschlossenen Kästen auf möglichst geraden Strecken von Stadt zu Stadt. Umweltbewusster, energiefreundlicher und raumsparender als die Konkurrenz soll die Bahn die echte Alternative zum Straßen- und Flugverkehr werden. Europa baut an seinem Hochgeschwindigkeitsbahnnetz. Konzipiert für sehr hohe Geschwindigkeiten und hauptsächlich als Instrument für den Personenverkehr, bestehen bereits 2500 Kilometer Neubaustrecke für Geschwindigkeiten über 200 Kilometer pro Stunde. Weitere rund 34.000 Kilometer des Netzes setzen sich zusammen aus geplanten Neubaustrecken und Ausbaustrecken, die geplant oder bereits angepasst worden sind oder noch werden müssen. Ausbaustrecken sind für Geschwindigkeiten bis rund 200 Kilometer pro Stunde konzipiert. Verbindungsstrecken, auf denen keine derart hohen Geschwindigkeiten gefahren werden können, ergänzen das Netz. Für die Erschließung Osteuropas wird den Strecken Petersburg-Moskau und Warschau-Moskau Priorität eingeräumt. Koordinationsstelle ohne gesetzgebende Gewalt für die Planung und Konzeption dieses Netzes ist der Internationale Eisenbahnverband UIC. Weltweit gehören dem Verband 95 Eisenbahnunternehmen aus über 65 Ländern an. Die Arbeitsgruppe Mission Hochgeschwindigkeit der UIC hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verhandlungen mit den europäischen Ländern zu führen und die Weiterentwicklung des Projekts Transeuropäisches Hochgeschwindigkeitsbahnnetz voranzutreiben. Die Frage nach dem endgültigen Ziel zu beantworten, ist schwer. Denn wenn sich der Mobilitätsbedarf weiter so erhöht, kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass das Hochgeschwindigkeitsnetz irgendwann abgeschlossen sein wird. Es wird sich sicherlich in den nächsten 50 bis 100 Jahren weiterentwickeln. Um die Jahrtausendwende sollen bereits an die 6000 Kilometer Neubaustrecke in Betrieb sein. Weitere Hochgeschwindigkeitsstrecken und Ausbaustrecken bleiben geplant. Ebenfalls in diesem Netzbereich sollen jedoch bereits 14.500 Kilometer Ausbaustrecke fertiggestellt sein. Studien für das Jahr 2010 prognostizieren einen weiteren Zuwachs der Neubaustrecken auf rund 20.000 Kilometer. Zusammen mit den 15.000 Kilometern Ausbaustrecken und den Verbindungsstrecken wird das gesamte Hochgeschwindigkeitsnetz somit auf rund 35.000 Kilometer angewachsen sein. Wie weit das erst als Vorschlag existierende Netz für Osteuropa zu diesem Zeitpunkt realisiert sein wird, ist noch ungewiss. Im Jahresdurchschnitt sind hier Investitionen von etwa 12 bis 15 Milliarden EQ erforderlich. Das sind sicherlich hohe Beträge, die aber durchschnittlich gesehen doch nur etwa 1,5 Promille des Bruttoinlandprodukts der jeweiligen Länder ausmachen. Produit intérieur brut des pays concernés.
Die insgesamt 300 Milliarden Écu, also 480 Milliarden Schweizer Franken, sollen mit privaten Mitteln, Krediten einerseits und öffentlichen Geldern der Staaten und der Europäischen Union andererseits finanziert werden. Die EU hat Ende 1994 zwar beschlossen, das Projekt gesamthaft zu fördern, die einzelnen Teilstücke jedoch müssten mit jedem Land individuell behandelt werden. Von Belgien, Frankreich und England liegen bereits Wünsche für Zusatzbeträge aus der EU-Kasse vor. Und weitere Staaten werden folgen. Ob die Finanzen eine gewisse Einschränkung oder Umweltbedingungen gar eine Erweiterung des Projekts mit sich bringen, wird erst die Zukunft weisen. Teilweise eine Alternative zum Bau neuer Hochgeschwindigkeitsstrecken bieten Neigezüge, wie beispielsweise der italienische Pendolino oder der schwedische X2000. Versuchsträger für ein in der Schweiz entwickeltes System, Nightdeck genannt, sind drei ältere englische Schlafwagen mit dem für die Querneigung erforderlichen kleineren Lichtraumprofil. Ohne den Fahrkomfort einzuschränken oder den Oberbau stärker zu belasten, können Neigezüge Kurven erheblich schneller durchfahren als konventionelle Züge und damit Reisezeiten verkürzen. Vor allem in Gebieten, wo die topografischen Bedingungen eine gerade Streckenführung verhindern, bietet die Neigetechnik erhebliche Vorteile, indem bestehende kurvenreiche Strecken voll ausgenutzt werden können. Eine Technik, die sicher zukunftsweisend ist. Das Hochgeschwindigkeitssystem kann nicht isoliert im Alleingang weiterentwickelt werden, sondern muss Teil eines Gesamtsystems sein, zu dem beispielsweise auch der klassische Regionalverkehr gehört, der städtische Nahverkehr, seines U-Bahnen oder auch bestimmte Straßenverkehrsverbindungen. Und natürlich muss der Hochgeschwindigkeitsverkehr auch ergänzend zum Flugverkehr gesehen werden. Ein neues Beispiel einer Verbindung zwischen Flug- und Hochgeschwindigkeitsverkehr ist Lyon-Satolas, 22 Kilometer östlich von Lyon, mit dem Bahnhof des Architekten Santiago Calatrava. Ein wichtiger Ansatz war, ein Gebäude zu machen, das sehr niedrig sei und sehr stark sich in die Landschaft einfügt. Dafür aber diese zeichenhafte Charakter, die die Region verlangte und die ich auch als adäquat fand, wollte ich sie konzentrieren und zusammenbinden in die zentrale Gebäude. Man hat diese längs gezogene Bau und dann oben drauf ist diese andere, die drüber springt und diese Segel oder zu fliegen versucht über den bestehenden Bau. Da der Flughafen hinten ist, da muss einfach diese Gebäude drüber fliegen, nicht? Und also auf diese Gestik, glaube ich, ist das Konzept ist eindeutig. Klarheit im Grundriss gegenüber formellem Reichtum und die Zurückhaltung in der Verwendung der Materialien, meist beschränkt auf Stahl, Beton und Glas, sind Ansätze, die sich in den Werken Santiago Calatravas immer wieder finden lassen. Noch wirkt der Bahnhof wie ausgestorben. Erst gerade ein knappes Dutzend Züge täglich machen Halt in Satolas. Noch vor dem Jahr 2000 allerdings soll Satolas zum Ausgangspunkt werden für Verbindungen in den Süden nach Barcelona und in den Norden via Lille und den Eurotunnel nach England. Als Knotenpunkt zwischen Flug- und Bahnverkehr werden dann täglich 30.000 Passagiere Satolas beleben. Bahnhöfe müssen nicht nur funktionelle Orte werden, wissen Sie, bei denen man einfach Billette kauft und so, sondern müssen als Orte der Besinnung und der Ruhe und wo man sich eine gewisse Pause oder erlauben kann in diese Hin und Her und in diese Hektik der Reise. Zeitlich vor Satolas entstand der Bahnhof Stadelhofen in Zürich. Auch hier gewinnt das Werk Santiago Calatravas seine Spannung und sein Leben nicht zuletzt aus dem Widerspruch und den Übergängen der Materialien Beton und Stahl.
Ergänzend zu ihrer Funktion als reine Abfahrts- und Ankunftsgebäude werden Bahnhöfe immer häufiger als Zentren konzipiert und gebaut. Weltweite Beachtung fand in diesem Zusammenhang der Zürcher Hauptbahnhof nach seinem durch die Erweiterung für die S-Bahn erforderlich gewordenen Umbau. Konzept war, den zusätzlich entstandenen Leerraum durch Restaurants und Geschäfte verschiedenster Art attraktiv zu gestalten und zu beleben. Auch um dem Reisenden das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Der Trend geht weiter. Bereits gibt es Bahnhöfe, Lille zum Beispiel, wo neben Einkaufszentrum, Restaurants und Büroräumlichkeiten auch ein Hotel, Konferenzsäle und eine Rockkonzerthalle für 6000 Besucher integriert sind. London, Waterloo Station. Neues an altem anbauen, anschließen und erweitern. Nicholas Grimshaws zweifach preisgekrönte Architektur des Eurostar Terminals. 400 Meter Glas und Stahl fügen sich in das Stadt- und Bahnhofsbild ein und setzen ein Zeichen für das neue Zeitalter des Hochgeschwindigkeitsverkehrs. Wer allerdings glaubt, in den Eurostar einsteigen zu können, wie in einen normalen Zug, wird sich überrascht in der Wartehalle unter den Perrons wiederfinden. Nach Pass- und Gepäckkontrolle warten fast wie auf einem Flughafen. Boarding 20 Minuten vor der Abfahrt. Der Passagierandrang ist groß. Gute zwei Monate nach der ersten fahrplanmäßigen Fahrt, am 14. November 1994, wurde das Angebot für die Strecke London-Paris von täglich 4 Zügen auf 8 verdoppelt. Zwischen London und Brüssel verkehren neu täglich 6 anstelle von 4 Eurostars. Und bereits in naher Zukunft soll der Stundentakt eingeführt werden. Drei Stunden dauert die Fahrt nach Paris. Knappe 20 Minuten länger die nach Brüssel. Der Eurostar auf Erfolgskurs. Als technisch und finanziell erfolgreiches Tochterunternehmen der britischen, der französischen und der belgischen Bahngesellschaften kann der Eurostar wegweisendes Beispiel sein für die Zusammenarbeit verschiedener Länder. Eine private Gesellschaft soll zukünftig den neuen Waterloo Terminal und 18 der insgesamt 38 Eurostar-Züge übernehmen, die Neubaustrecke zwischen London und der Tunneleinfahrt bauen und bewirtschaften. Der Eurostar ist damit auch hier Beispiel für einen sich immer deutlicher abzeichnenden Trend, die Verantwortung für bestimmte Achsen und Strecken an Privat- oder Tochtergesellschaften abzugeben. Bereits seit einem Jahr aktiv ist eine Tochterfirma der französischen Bahnen SNCF und der SBB. Direktor der GIE, die den TGV-Verkehr zwischen Frankreich und der Schweiz weiterentwickeln soll, ist Hans-Peter Loy. Nach den Richtlinien der EG 91440 steht es heute jedermann frei, Eisenbahntrassen zu kaufen, Züge verkehren zu lassen. Und damit sind die Eisenbahnen, die beiden Eigner, wenn ich so sagen darf, SBB und SNCF, einer privaten Firma zuvorgekommen, solche Trassen zu kaufen und haben selbst diese Gesellschaft gegründet. Auf den Strecken Paris-Bern und Paris-Lausanne, die Hans-Peter Loy mit seinen beiden Mitarbeitern bewirtschaftet, verkehren 9 Dreistromvarianten des TGV. 8 davon sind im Besitz der SNCF, den 9. kauften die SBB mit der Gründung der GIE. Wir bezahlen pro Streckenkilometer alle Leistungen, welche die Bahn für uns erbringen. Zugsbegleitung, Zugspersonal, Streckenbenutzung, Stationspersonal, Reinigung, Unterhalt, Restauration. Und haben dafür aber auch Anrecht auf die Einnahmen, die wir in unseren Zügen erzielen. Diese Einnahmen werden im Verhältnis 8 zu 1 aufgeteilt auf die beiden Bahnunternehmen. Hans-Peter Loy als Direktor ist gewinnbeteiligt.
Hauptanliegen ist, nach Lois Worten, den TGV, der in den letzten Jahren etwas gewöhnlich geworden ist, mit Verbesserungen der Serviceleistungen und der Fahrausweisstruktur zu pushen. Mit einer Art Apex-Pex-Tarif wird die Auslastung der Züge verbessert. Die Joker-Billette bringen Ermäßigungen bis zu 42%. Anlehnung an das Flugzeug auch bei den Mahlzeiten. Hersteller ist eine Firma, die auch Fluggesellschaften beliefert. Es ist ganz klar, dass so eine neue Struktur, ein quasi Pilotprojekt, dass man da nicht gerade beobachtet wird, aber man schaut doch, was machen diese drei, was macht dieser Direktor und ist sehr interessiert, ob eine solche neue Struktur, eine kleine Struktur, etwas erreichen kann. Mit einer direkten Verbindung zu Schweizer Winter- und Touristikzentren ab Dezember 95 und mit dem geplanten Anschluss Zürichs fährt die GIE einer rentablen Zukunft entgegen. Nichts von den Sorgen der Privatbetreiber des Eurotunnels spüren die Passagiere auf der 19-minütigen Tunneldurchfahrt. Verzögerungen bei den Bauarbeiten der beiden 50 Kilometer langen und 7,6 Meter breiten Röhren ließen die Erwartungen auf eine Rendite zunächst in weite Ferne rücken. Stichwort Interoperabilität. Allein für die Strecke London-Brüssel muss der Eurostar für 4 verschiedene Signalsysteme und 3 unterschiedliche Stromsysteme ausgerüstet sein. Einfahrt eines Intercity-Express ICE in den badischen Bahnhof Basel, wo mit der Zugsübergabe an den Schweizer Lokomotivführer auch der Wechsel vom deutschen auf das Schweizer Stromnetz geschieht. Hallo. Du siehst alles perfekt. Wollte ein Zug europaweit eingesetzt werden, müsste er heute für 4 verschiedene Spurweiten, 5 verschiedene Strom- und 10 voneinander abweichende Signal- und Sicherheitssysteme kompatibel sein. Die Kandidaten für den Hochgeschwindigkeitsrekord. In der Weltrangliste steht Deutschland mit seinem ICE und 406 km pro Stunde an dritter Stelle. Auf Rang 2 Japans Shinkansen mit Tempo 425. Inhaber des Weltrekords aus dem Jahre 1990 mit 515,3 Stundenkilometer ist Frankreich mit seinem TGV. Hohe Investitionen in eigene Systeme und Techniken führen zwangsläufig zu Konkurrenz und Zurückhaltung beim Austausch von Informationen. Konkurrenz belebt das Geschäft und ich finde es sehr gut, wenn wir in dem Wettstreit miteinander ein Optimum zu finden, auch ruhig von unterschiedlichen Denkmodellen ausgehen. Es wäre schade, wenn wir alle im gleichen Brei schöpfen würden, sondern es ist gut, wenn jeder versucht, für die Zukunft ein Optimum zu finden. Es ist aber im Sinne der Internationalität in der Zukunft mit einer gewissen Angleichung zu rechnen. Eine dieser Angleichungen soll sich im Bereich der Zugsteuerungs- und Zugsicherungssysteme vollziehen. Mit dem ETCS-System, einem Projekt der UIC, der Industrie und der Kommission der EU, sollen die Länder Europas ein gemeinsames oder zumindest kompatibles System aufbauen, das die verschiedenen Informationen via Funk direkt ins Triebfahrzeug weiterleitet und damit einen sicheren Zugsverkehr gewährleistet. Theoretisch wäre es dann möglich, den Zug ohne Lokomotivführer zu leiten. Störung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Lokführer, bitte für den Bordtechniker bei Lenz. Ja? Also wenn er bremst, dann brauchen wir ja nichts zu machen. Ja, danke, tschüss. Dieser Zug hat ein eigenes Diagnosesystem, das habe ich jetzt befragt. Und das sagt mir, dass einfach nur die Datenübertragung der Werte der Bremse zum Triebfahrzeug unterbrochen ist. Die technischen Systeme der Bremse arbeiten einwandfrei. Das beeinträchtigt überhaupt nicht die Zugfahrt und den Komfort der Reisenden. Ich glaube, dass im Jahr 2000 sehr zielorientiert, sehr sicher Züge auch ohne den Lokführer gefahren werden könnten. Aber das ist, glaube ich, nicht der Ansatz dabei. Denn wir haben auf die Sicherheit und auf das Sich-Wohlfühlen in einem System und somit auch an der Akzeptanz
auf die Nutzer zu achten. Und ich glaube nicht, dass der Lokführer, der dann zur Sicherheit und für etwaige Notfallmaßnahmen vorne in der Maschine sitzt, dass der alleinbestimmende Faktor ist. Die Besinnung zurück auf die Bedürfnisse des Kunden ist bestimmt ein wichtiger Schritt der Bahnen auf dem Weg zu einem erfolgreichen Wettstreit mit dem Flug- und Straßenverkehr. Bis allerdings Interoperabilität für den angestrebten grenzenlosen Bahnverkehr gewährleistet sein wird, werden einige Länder Europas, die unabhängig voneinander Hochgeschwindigkeitszüge und Techniken entwickelt haben, wohl noch des Öfteren mit einer gewissen Engstirnigkeit zu kämpfen haben. Ich glaube, es ist wichtig, nicht nur die physischen, die ganz konkreten Grenzen abzubauen, sondern auch die Grenzen in den Köpfen der Menschen, die kulturellen Grenzen, um den Austausch zwischen den Ländern zu fördern. Wir müssen darauf hinarbeiten, zu einer gemeinsamen Kultur zu gelangen, sei es auf technischer Ebene, im Bereich des Managements oder im Bereich der Serviceleistungen für unsere Kunden. Hochgeschwindigkeits- zum Nahverkehr. Hier besteht weniger Grund zum Optimismus. Die Dienstleistungen der Straßen- und Regionalbahnen werden abgebaut, die Fahrgastzahlen stagnieren oder gehen gar zurück. Wie man aber mit geschickten Ideen auch für den komfortverwöhnten Autofahrer den öffentlichen Nahverkehr attraktiv machen kann, zeigt der Verkehrsverbund der Stadt Karlsruhe. Ein Tramstau in Karlsruhe. Während wir alle uns an stehende Autoschlangen gewöhnt haben, überrascht dieser Anblick. In Karlsruhe ist er alltäglich. Im letzten Jahr beförderte der Verkehrsverbund der Stadt im Südwesten Deutschlands auf 100 Linien rund 110 Millionen Fahrgäste. Bei einer Einwohnerzahl von etwa 280.000 klingt das erstaunlich. In vielen Städten stagnieren die Fahrgastzahlen. Da und dort gehen sie gar zurück. In Karlsruhe steigt dagegen der Fahrausweisverkauf von Jahr zu Jahr kräftig an. Auf einigen Strecken bis zu 500%. Der Grund für diesen Erfolg ist einfach. Nirgendwo scheint der öffentliche Nahverkehr für den Fahrgast attraktiver zu sein. Zurück geht dieser Erfolg auf Dieter Ludwig, Leiter des Karlsruher Verkehrsverbundes. Der 55-Jährige hat den öffentlichen Verkehr der Stadt in den letzten Jahren radikal umgestaltet. Seine Kernidee? In diesem Bereich muss der Kunde König sein. Seine Zielgruppe, die von Komfort und Schnelligkeit verwöhnten Autofahrer. Das Verständnis für die Wünsche dieser Kunden vermittelten ihm persönliche Erfahrungen. Eigentlich kommt die Nähe zur Straßenbahn aus der Liebe zum Auto. Ich wollte ein eigenes Auto haben als Student und mein Vater, was damals noch selbstverständlich war, wollte dafür nicht aufkommen. Ich musste es selbst verdienen und dann suchte ich einen Job. Und dann wurde ich fündig bei der Straßenbahn, die suchten Aushilfsschaffner. Vom Aushilfskondukteur zum Herr über die Verkehrsbetriebe. Die Zielgruppe hat er dabei nie aus den Augen verloren. Aus den Wünschen der Autofahrer entwickelte er sein erfolgreiches Konzept für einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr. Es muss uns gelingen, ähnlich kurze Reisezeiten wie beim Auto anzubieten, bequeme Fahrzeuge, vor allem Sitzplätze und einen einfachen, überschaubaren Tarif, der zudem sehr preiswert ist. Beim Konkurrent Auto schaut er den Komfort ab. Und weil auch Autos nicht mit Holzsitzen ausgeliefert werden, stattet Ludwig seine Stadtbahnwagen schon fast luxuriös aus. Sie sind 2,65 Meter breit. Es dominieren helle, freundliche Farben. Und die Fenster sind so groß, dass sie selbst stehenden Fahrgästen freie Sicht nach draußen gewähren. Szenenwechsel. Am Rand der Schwäbischen Alb um 7 Uhr früh. Familie Rotfuß beim Frühstück. Vor 3,5 Jahren musste sich die Familie entscheiden. Entweder ein teures Reihenhaus an der Karlsruher Peripherie oder raus aufs Land, wo die Bodenpreise noch erschwinglich sind. Die Familie entschied sich fürs Landleben, muss aber auf die Annehmlichkeiten der nahen Stadt nicht verzichten. Die Karlsruher Stadtbahn erschließt auch diesen Ort. Ja, wir machen erst dann.
Wenn Reinhard Rotfuß, von Beruf städtischer Angestellter, um 7.30 Uhr zum Büro fährt, lässt er sein Auto in der Garage. Mit der Stadtbahn ist er in wenig mehr als einer halben Stunde am 30 Kilometer entfernten Arbeitsplatz. Möglich sind die Direktverbindungen, weil die Straßenbahn in Karlsruhe im wahrsten Sinne des Wortes neue Wege geht. Sie fährt teilweise auf Eisenbahnstrecken. Die Innenstadt war schon früher durch Straßenbahnen gut erschlossen. Aber in die zunehmend beliebten Randgemeinden fuhren nur wenige langsame und unkomfortable Bundesbahnzüge, in die der Gast umsteigen musste. Dieter Ludwig hatte eine Idee. Warum nicht mit Straßenbahnen ohne Umsteigen direkt in die auswärtigen Gemeinden fahren? Es war die Erkenntnis, dass der Autofahrer im öffentlichen Verkehrssystem sehr ungern umsteigt. Er fährt nicht mit einem Omnibus-Zubringer zum Bundesbahnzug, dann zum Hauptbahnhof, um dann wieder in die Straßenbahn zu wechseln, um in die Stadt zu kommen. Die Voraussetzung dafür? Neue Straßenbahnen. Sie können hier problemlos auf Schienen der Eisenbahn fahren, schalten automatisch vom Gleichstrom mit 750 Volt auf den Wechselstrom von 15.000 Volt der Eisenbahn um. Trotz vieler Bedenken setzte sich Ludwig durch. Er verhandelte mit der Deutschen Bundesbahn über ihre Strecken, ließ zwei Systemfahrzeuge bauen. Im September 92 wurde die Verbindung Karlsruhe-Bretten eröffnet. Die Stadtbahn brachte es innerhalb wenigen Monaten auf 12.000 Kunden täglich. Die Bundesbahn hatte auf dieser Strecke zuletzt rund 2.000 pro Tag befördert. Mittags, zurück bei Familie Rotfuß, wo sich Silke Rotfuß auf einen Einkaufsbummel macht. Auch sie benutzt die Straßenbahn, denn obwohl zu dieser Zeit der Autoverkehr reibungslos läuft, die Autofahrt kommt erheblich teurer zu stehen. Das Stadtbahnbillett kostet 7 Mark, die Autofahrt dagegen, legt man einen realistischen Kilometerpreis zugrunde, 35 Mark. Hinzu kommen 4 Mark Parkgebühr pro Stunde. Kaum später als mit dem Auto trifft Silke Rotfuß nach etwa 40 Minuten direkt im Stadtzentrum ein. Wie sie nutzen täglich rund 200.000 Fahrgäste diese Bahn. Die Stadt Karlsruhe hat ihren Teil zum Erfolg der Stadtbahn beigetragen. Teile der Innenstadt für Autos gesperrt, Parkflächen verkleinert, die Parkgebühren deutlich erhöht. Autofahren ist in Karlsruhe nur noch zweite Wahl. Fast überall dort, wo die Stadtbahn fährt, nutzt sie ein vom Straßenverkehr nicht tangiertes Tracé. Sie profitiert zudem von Spezialschaltungen der Lichtsignalanlagen und hat immer Vorfahrt. Dennoch will Dieter Ludwig das Auto nicht ganz verbannen. Öffentlicher Verkehr ist ein Teil des Gesamtverkehrs und wir müssen unsere Märkte erkennen. Unsere Märkte sind die Pendler, die Einkaufsverkehre, die Besuchsverkehre, natürlich alle Schülerverkehre. Unsere Märkte sind nicht Anlieferverkehr, Wirtschaftsverkehr, Berufsverkehr, der ständig seinen Ort verändert. Das Beispiel Karlsruhe führt vor, dass öffentlicher Nahverkehr Erfolg haben kann, wenn er sich am Kunden orientiert und neue Lösungen sucht. Dieses System ist überall dort übertragbar, wo Stadt-Umland-Verkehre im hohen Umfange bestehen und wo regionale Eisenbahnstrecken, die günstig zur Bebauung liegen, vorhanden sind. Wenn dann noch ein innerstädtisches, möglichst regelspuriges Straßenbahnnetz vorhanden ist und wir von der Eisenbahn aus keine geeigneten Bahnhöfe oder Haltepunkte in der Stadt haben, also kein S-Bahn-System vorhanden ist, dann kann man dieses System übertragen. Sich entlang der Kieler Förde zieht und das Universitäts. Viele wollen von Karlsruhe lernen. Ihnen bietet die Verkehrskonsult Karlsruhe, ein Tochterunternehmen der Stadt, Beratung an. Zurzeit wird unter anderem für die Stadt Kiel ein ähnliches Verkehrskonzept entwickelt. Das ist ein typischer Fall, dass man aus der Region schnell an die Peripherie kommt, aber nicht hinein in das Ballungszentrum. Einfach mal Schwerpunkte markieren. Dieter Ludwig bleibt rastlos. Er eilt von Sitzung zu Sitzung, um sein Konzept weiterzuentwickeln. Das scheint nur da zu versagen, wo Emotionen den Ausschlag geben.
Ich meine, jetzt ist das angenehm, man braucht kein Parkhaus zu suchen, keinen Parkplatz. Das war jetzt heute auch ganz angenehm. Aber ansonsten fahre ich schon gern mit dem Auto. Ja, sie ist schon bequem, die Bahn, aber die Zeiten, man muss sich halt immer nach den Zeiten richten. Und das ist nicht so im Auto bestanden wie vorher. Gegen solche Gefühle kommt auch Dieter Ludwig kaum an. Sein nächstes Ziel ist die Verhinderung jedweden Tramstaus in der Innenstadt. Unter der Hauptverkehrsstraße plant er, einen Tunnel anzulegen, damit seine Stadtbahnen freie Fahrt haben.